Hallo, meine Lieben. Also, das ist ein interessantes Objekt, denn es ist sehr preiswert. Nur 48.000 Euro, hat ca. 115 Quadratmeter. Das sind die Objekte, wo ich gesagt habe, wo halt etwas älter sind, aber dafür größer innen drin. Da war man nicht so sparsam. Da musste man nicht auf jeden Quadratmillimeter aufpassen, um die Kosten noch drin zu haben. Nein, diese Wohnungen sind größer, ihr werdet es auch gleich sehen. Wir haben aber keinen Pool. Wir haben Aufzug, aber keinen Pool. Dafür ist es nur 6 Stockwerke hoch und ist nahe zum Strand. Ca. 100 Quadratmeter haben wir hier. Und dann schauen wir uns mal alles mal an. Also, wie gesagt, nur 48.000 Euro. Und ich sage euch, das ist trotzdem eine gute Qualität. Die Bauqualität ist super. Habt ihr neulich mitbekommen, da ist in Miami ein Hochhaus eingestürzt. In Miami. Das ist nichts zum Lachen, da gab es Tote. Ja. Sowas denkt man eigentlich nur von Dritte Weltländern. Ja. Okay, anderes Thema. Ja, googelt ruhig. Miami Hochhauseinsturz. Und hier haben wir eines der Schlafzimmer und ihr seht schon, nicht unbedingt klein. Und das ist die Aussicht von dem Fenster. Und ich sage ja immer, wenn man schöne, moderne, also oder alte, schöne Gebäude sieht, dann ist das nicht so schlimm, wenn nur Häuser man sieht, statt Park und Grün und Meer. Ja, hier haben wir die Küche, auch wieder schön groß, habe ich ja gesagt. Es ist nun mal so. Und man hat sogar Platz für einen Tisch. Dann hier nochmal ein Schlafzimmer und hier eines der Balkone. Wir haben zwei Balkone. Wir haben auch einen Kamingrill. Und hier das Hauptwohnzimmer. Schön groß. Also Leute, wer eine schöne große Wohnung haben möchte, hier ist das Bad. Also dieser Durchlauferhitzer ist totaler Schrott, sage ich euch gleich. Da müsste man einen neuen kaufen. Aber wenn jemand das kauft, da müssen wir halt über alles reden. Aktuell. Viele meiner Kunden wollen, dass ich das komplett ausstatte, weil sie ja, das ist halt viel Arbeit, wenn sie selber das machen. Sie müssen ja in zig Geschäfte gehen und sie haben halt bei anderen YouTubern gesehen, dass das ziemlich viel Arbeit ist. Und wenn es dann Probleme gibt, sie können ja nicht unbedingt Türkisch. Und deswegen, natürlich, das biete ich auch an, ist ja kein Problem. Oder ihr könnt es auch selber machen oder gemeinsam hinfahren ist wieder so eine Sache. Habt ihr Zeit, habe ich Zeit? Das ist, naja, das können wir ja besprechen, falls ihr zulangt. Ja. Bitte auch nur melden, wenn ihr Interesse habt, fest was zu kaufen. Und falls ihr erst in 2 Jahren was kaufen könnt, wegen irgendwelchen Sparverträgen, die sich auflösen oder was auch immer, dann meldet euch bitte erst in 2 Jahren. Sonst habt ihr eure Zeit vergeudet. Und meine auch, diese Wohnung ist bis dahin schon hundertprozentig verkauft. Okay, also, und was haben wir noch? Ja, hier nochmal das Wohnzimmer, also wie ihr seht, wirklich sehr groß. Und hier der Aufzug, ja, das Gebäude ist halt nun mal nicht nagelneu, aber wir haben blauen Aufkleber, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und das Gebäude ist etwa 15 Jahre alt. Okay, meine Lieben, so viel mal von mir. Wer Lust hat, meldet sich und langt hier zu. Eine wunderschöne Gegend. Ruhige Gegend, eine weite, also offene Gegend und auch nicht so weit weg vom Strand. Wir haben etwa zum Strand in dem Fall knapp 12 Minuten zu Fuß. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video. Lang zu, lang zu, lang zu, lang zu, Alter, lang zu!